Langsame Schritte. Wir sind aufgeregt. Oh, das ist Müll, keine Sorge. Langsam. Das ist auch Müll. Immer weitere Schritte. Bis zum neuen Pack, was ich mir gegönnt habe. Was richtig cool ist. Die 4508. Klon-Kommandostation. Der Klon-Trooper. Sehr geil. Freut mich richtig, dass es so schnell geklappt hat mit der Lieferung alles. Hier mit den Phase 1 Klontrooper mit den neuen gestalteten Helmen. So, die halt ein bisschen heroischer aussehen als die von der Klon-Serie damals noch, 2010 ja die ganzen Sets erschienen sind. Sehr schön, richtig cool. Und kann man auch ganz gute Klonarmeen damit zusammenstellen. 3 Stück gibt es davon. Ein Klon-Commander, eben der hier in Gelb. Und ja, halt dann 2 von den generischen. Dann gibt es noch hier so einen Waffenhalter. Mit 2 extra Blaster dazu. Mit 2 Mündungsfeuer dazu. Oder halt Aufsätze. Auch ziemlich cool. Und hier für den kleinen Blaster gibt es auch noch den Aufsatz dazu. Dann haben wir hier auch Kommandostation. Auch hier Blaster mit Aufsatz. Wahnsinn! Und ja, gut, das ist ein bisschen klein für eine Kommandostation. Mal gucken, ob man vielleicht mit den 3 eine größere machen könnte. Oder ob man vielleicht noch ein paar mehr noch dazu bräuchte. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen zu klein, aber gut, scheiß drauf. Wichtiger sind die 3 Klone, richtig schön, richtig geil aussehende Klone, Mann. Und ja, eben extra Blaster noch mit diesen Aufsätzen dazu. Zum Glück keine Stats-Shooter. Sehr gut. Ja. 66 Teile. Und wie gesagt, 4558. Hier ein paar Kanjips. Und ja, baue ich mal auf und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. Auch mit den 3. Natürlich dann zusammengestellt. Um zu sehen, wie es dann mit 9 Klontroopern insgesamt alles aussieht. Das wird bestimmt richtig gut. Episch wird es jetzt nicht aussehen, aber es wird cool aussehen. So, das ist hier die leere Verpackung jetzt. Dann haben wir hier das Päckchen. Sehr überschaubar. Und hier noch kurz die Anleitung. So. Auch sehr schnell erledigt. Wahrscheinlich in 5 Minuten, zack, 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 fertig sein. Das sind dann noch die Klone. Auch mit dem schönen neuen, oder was heißt neu, aber mit dem schönen Kopf, Klonkopf. Und da haben wir den ganzen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr richtig gut. Und dann gleich nochmal kurz mit dem Klon Commander. Oh, gefällt mir richtig gut. Sehr schöne Details. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, und das war's auch schon. Aktive Bauzeit. 5 Minuten eher. Geht also echt fix. Und so sieht das komplette Set erstmal aus. Das Ding hier gab es als einziges Ersatzteil dazu. Habe ich einfach mal da drauf gemacht. Und ja, das war's. Das kleine bisschen hier. Gefällt mir aber echt gut. Also natürlich hauptsächlich wegen den Klonen. Und eben die 2 zusätzlichen Blaster mit diesen Aufsätzen. Und mit diesen zusätzlichen Aufsätzen noch dazu. Also ist echt geil. Ja, jetzt baue ich noch die anderen 2 auf und genau, na mal gucken, ob es möglich wäre, vielleicht das hier größer zu machen, obwohl hier eigentlich dieses irgendwas so langes hier fehlen würde. Aber ja, mal schauen. Und wir sind fertig. 3 Stück ab aufgebaut und es sieht dann so aus. Macht echt was her, finde ich. Sieht echt cool aus. Machen wir noch mal ein paar Einzelbetrachtungen. Hier habe ich noch einmal den Helm abgelassen, damit man das Gesicht mal so frei sieht. Ja, also ich mag, ich,
bin schon ein bisschen geflasht von dem Accessory Pack. Ich habe gedacht, ich gehe an die Sache ein bisschen emotionsloser ran, aber das macht mir schon Freude. Schon echt geil. Und jetzt schauen wir mal. Aber mir gefällt auch hier, auch wenn die Kommandozentrale so zu klein ist, gefällt mir trotzdem die Anreihung so daneben. Finde ich, sieht schon auch cool aus. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie es jetzt mit den ganzen Klonen hier in einer Folge, in einer Staffel hier, oder wie man es auch immer nennen mag, aussieht. Und so haben wir die Klone in einer Reihe, in einer Truppe. Ich habe die mal in einer 2-3er-Formation mal gebracht. Mit den Kommandanten an den Seiten und einmal vorne. Also man sieht auch, man kann mit dem Pack echt gut eine Klonarmee dann aufbauen. Ja, hat natürlich seinen Preis, 15 € für ein Pack. Schon ein bisschen viel. 10 € würde ich eher sagen, sind perfekt, aber gut. Set ist so beliebt, es ist immer so schnell ausverkauft bei der Lego.com-Seite, dass man noch 2 Stück immer bestellen kann gleichzeitig. Ja, da wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft sicherlich auch keine Preisminderung oder Rabatte hier ergeben. Die Preise bleiben auf jeden Fall bei 15 €. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich finde für mich jetzt nicht da irgendwie der Gang oder sonst was. Also ich finde, es hat sich echt gelohnt. Also mir gefällt es echt richtig gut. Je länger ich das be betrachte, desto mehr gefällt es mir. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach echt. Boah! Diese Ansicht hier auch noch gut. Ja, Mann. Ja, das war's dann. Kurz mit dem kurze Übersicht über dieses 40558. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Wahrscheinlich wäre das Accessory Pack 40557 auch ganz geil. Mal gucken, ob ich mir eins nur davon besorge, weil die Re auf Rebellen jetzt, oder generell die Rebellen jetzt, ist jetzt nicht so vom großen Interesse, dass ich die jetzt habe. Aber ich finde die Geschütze, die es da gibt, echt geil. Also mal gucken, vielleicht mal eins. Oder vielleicht auch zwei. Ach, eins reicht. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und ja. Besorgt euch das Set hier. Oder das Pack meine ich. Das lohnt sich echt. Das lohnt sich echt. So, wir haben 23:45 Uhr. Ich habe jetzt soeben die 3 Kommandoposten entnommen und versucht aus den 3, wo nur eine Figur reinpasst, versucht ein bisschen größer zu machen, damit mehr Figuren reinpassen als nur eine. Die Waffenhalterung habe ich so gelassen, wie sie sind, weil die mir auch so gefallen. Und ja, ich bin so mit dem Ergebnis, finde ich, bin ich zufrieden. Es ist okay. Mocker bin ich jetzt nicht. Und kreativ in sowas bin ich genauso wenig. Sieht eher aus, wie als hätte es jetzt ein 8-jähriges, 10-jähriges Kind gemacht, würde ich sagen. Und ja, Folgendes ist dann daraus entstanden. Hat nicht nur eine Person Platz, sondern 3 Personen können da jetzt rein, wie man hier sieht. Hier habe ich dann oben noch die 2, so für mich sind es jetzt Ländermasten einfach drauf getan, macht für mich einen viel epischeren Eindruck. Und für mich ist es jetzt klar, ist es keine große Kommandozentrale jetzt, wo mehr Figuren noch reinpassen würden. Ich muss eher mehr als eine Art mobile Kommandozentrale interpretieren. Die halt einfach, ja, um schnell eine neue Basis halt zu errichten, schnell einfach draufzustellen, bam, zack, und dann los geht's. Genau, da habe ich hier hinten noch, ist halt sinnfrei, sieht aus wie so ein Wasserhahn, dran gesetzt. Das hier oben ist nur so eine Abdeckung, also soll jetzt auch kein Wasserhahn sein, das ist nur Deko. Hier genauso. Nehmen wir noch kurz hier die Figuren raus. Gucken wir uns das kurz innen an, weil innen sind natürlich sehr viele Terminals, Monitore und so weiter. Nämlich hier ist so die Hauptzentrale, sage ich mal. Mit den 3, ja, wie soll man sagen? Ah, weiß jetzt nicht. Und dann halt hier in der Mitte das Grüne ist so die Hauptübersicht.
Da hinten, sage ich mal, würde ich sagen, ist so ein Monitoring-Bereich oder so in der Art. Gefällt mir auch gut, wie dass es so spontan entstanden ist. Habe ich jetzt nicht so planmäßig gehabt. Genau. Also natürlich verbesserungswürdig sind natürlich die Kanten, die Ecken hier. Aber wie gesagt, das ist alles aus den Teilen von dem Set gemacht oder beziehungsweise aus dem Pack gemacht. Und das sind halt die Teile, die übrig geblieben sind. Ja. Unten sieht es halt natürlich sehr fragil aus und ist auch fragil das Ganze, weil es auch nur mit den einzelnen 2er mal 6er Plates festgehalten wird und hier nur sporadisch mit den 3er, einmal 3er Plates zusammengehalten wird oder hier jetzt ein paar 2er, einmal 2er. Ja, das habe ich hier aus einem so komplett gelassen, nur die zwei Flügel, sage ich mal, dran gelegt als Deko. Sonst habe ich das so gelassen, wie es war, ist. Und ja, also ich bin damit echt zufrieden. Finde ich okay. Und es gibt ja auch auf YouTube ein paar andere Alternative Builds, auch mit so mobilen Lens oder sowas in der Art. Auch sehr cool. Aber ich würde mal das eher behalten und ja, das ist so eine, meine Art des Alternative Builds von dem Pack. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video oder kann man sagen Vlog? Sagen wir mal Vlog. Gefallen. Ist mal alles so spontan natürlich eben entstanden. Und ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden, auch mit den Klonen, wie gesagt, natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Aber jetzt auch wirklich. Und wir haben jetzt 23:50 Uhr. Ich würde dann sagen, gute Nacht, wenn ihr das Video am Morgen seht. Guten Morgen. Oder wenn ihr das Video am Mittag seht, guten Mittag. Oder am Abend, dann guten Abend. In dem Sinne, bis dann.